Ja, auf geht's. Willkommen zum Mauticast. Hallo. Hallo, Thomas. Hallo, Eckart. Ja, das sind wir, zu unseren Namen und zu uns später mehr. In dieser Episode 0 wollen wir dir vor allem was erzählen über den Podcast. Die Inhalte kommen ab Folge 1. Also vorab, worum geht's eigentlich? Offensichtlich um Mautic, der du hier zu uns gefunden hast, weißt du natürlich, was Mautic ist, also Marketing, Automation, Open Source Software mit tollen Sachen und einer tollen Entwicklung. Das, was es bisher nicht gibt zu Mautic, ist ein Podcast und deswegen sind Thomas und ich auf die Idee gekommen, machen wir doch mal einen. Ja. In diesem Podcast wollen wir euch versorgen mit Futter aller Art, Neuigkeiten und aktuellen Dingen, aber auch Grundlagen kleiner und großer Art, mit interessanten Interviewpartnern und hoffentlich mit ein bisschen Kurzweil. Bestimmt sogar. Ja, wir werden sehen. Die Themen sind dementsprechend sehr breit gestreut. Es ist für jeden was dabei. Egal ob Anwender, Agentur oder Entwickler, egal ob Neueinsteiger, Profi, ob Open Source oder Community interessiert oder nicht. Ich denke mal, es ist wirklich für jeden Futter dabei. Der einzige Disclaimer, alles was Hardcore-Technik-Sachen sind, das würden wir gerne ein bisschen ans Ende schieben, in eine Entwickler-Ecke, um alle anderen da nicht zu verlieren. Von daher, die Dev-Themen findet ihr immer ganz am Ende. Ja. Bitte nicht vorspulen, heute gibt es sowas nicht. Was wir nicht machen wollen, im Übrigen, ist generell Grundlagen von Marketing, Automation, Basics zu Inbound-Marketing. Dafür gibt es bessere Sachen. Wir wollen uns hier wirklich auf Mautic einschießen, werden bestimmt mal Facetten von den Anwendungen von Mautic haben. Also im Inbound-Marketing möchte man Folgendes tun. Ja. Wie schafft man das am besten in Mautic? Klar, das ist typisch, aber halt nicht die totalen Basics. Und dementsprechend wird es halt in jeder Folge auch immer kürzere und längere Elemente geben, immer einen Mix. Jede wird auch anders aufgebaut sein. Jetzt haben wir gerade November 2019, wo wir diese Folge aufnehmen. Aktuelle Themen wären im Moment zum Beispiel Mautic 3, alles Mögliche, was darum ansteht, bis hin zu Testen etc. pp., aber halt auch, was tut sich in der Community. Ja. Es tun sich gerade neue Teams auf und bilden sich und fangen an loszurocken. Neben solchen Themen gibt es dann halt auch immer Interviews. Das kann Kernentwickler sein, das kann aber auch alles Mögliche rund um Mautic sein, also Dienstleister, Kunden, andere Automationssysteme vielleicht. Wir werden sehen, was die Zukunft so bringt. Ja. Auch formal kann jede Folge anders aufgebaut sein, also vielleicht auch mal mit einem Host statt zwei wie heute, mit oder ohne Interviewpartner. Auch das wird einfach bunt gestreut sein. Was wir fest durchziehen wollen, ist alle zwei Wochen etwas zu veröffentlichen. Jawohl. Damit hier keinem langweilig werden muss. Genau. Und kleine Randinfo, das machen wir auch gleich doppelt. Ja. Nämlich sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Ganz genau. Jeder, der diesen Satz eben verstanden hat, der ist offensichtlich hier richtig. Und dementsprechend auch auf mauticast.de, wo du die Shownotes findest. Wer lieber auf Englisch ausweichen möchte, der findet das auf mauticast.com oder halt themauticast.com. Nicht der Mauticast, aber ihr kriegt das schon auseinander. Ganz bestimmt. Ja, auf der Webseite findest du auch Kontaktmöglichkeiten. Wir haben auch Twitter und Facebook etc., alle Accounts, die man so hat. Das heißt dann da Mauticast oder mauticast.de, je nachdem, wo ihr seid. Und wir freuen uns da über Feedback, über Kanal deiner Wahl und natürlich auch über alle, die liken, followen, sharen, was man da halt eben so tut. Jawohl. Vielleicht ein Wort zu uns als Person. Namen haben wir schon gesagt. Ich bin Ecki Gümbel. Ich bin in der Leuchtfeuer Digital Marketing für den Bereich Inbound Marketing und Automation verantwortlich. Ich bin nur ziemlich lange im Webgeschäft schon unterwegs. Ich bin kein Entwickler. Das ist auch gleich am Rande. Ich kann zwar ein bisschen was, aber das ist halt nicht meine Kernkompetenz. Ich glaube, der Überblick macht's und ich bin auch in der Community ziemlich aktiv. Und hoffe, da eine Menge Input geben zu können. Privat ist mein Haupthobby das Kind. Meine Tochter ist gerade 6 und das hält einen schon auf Trab. Ansonsten, wenn Zeit ist, mache ich gerne Sport mit Basketball und anderen Dingen. Musik begeistert und einiges mehr, sofern die Zeit das dann alles so hergibt. Musik, da grinst Thomas jetzt gerade. Jawohl. Der macht noch viel mehr in Sachen Musik. Ja, genau. Erzähl. Ja, ich bin Thomas Esters. Ich bin Projektmanager hier bei Leuchtfeuer, mache die großen Webprojekte mit meinem Team und kriege da natürlich unheimlich viel auch aus dem Bereich Marketing mit. Und ich kenne Eckart schon Ewigkeiten. Wir unterhalten uns immer super gerne, gerade über solche Marketing-Themen, tauschen uns da viel aus.
Und mein größtes Hobby ist tatsächlich, wie du gesagt hast, Musik. Ich mache Musik in einer Band, allerdings tatsächlich als Hobbyprojekt. Und ich habe noch eine Katze. Okay. Es sind zwei. Nicht als Musikinstrument. Ja, wenn ich sie manchmal so höre, denke ich schon, da steckt auch ein Musikinstrument drin. Genau. Okay, ja, Thomas hat schon gesagt, wir diskutieren mal gerne über Themen aller Art, also meistens halt projektbezogen, wie macht man dies oder das am besten, aber halt auch teambezogen und so. Das ist immer mega fruchtbar und das war halt auch so eine Sache, wo wir gesagt haben, Mensch, eigentlich ganz interessanter Input vielleicht auch für andere Leute. Jo. Ja, vielleicht noch ein Wort, weil wir jetzt ja beide Leuchtfeuer gesagt haben, wir sind hier in der Agentur. Mhm. Die Agentur veröffentlicht auch diesen Podcast, aber das soll trotzdem jetzt kein Werbepodcast für Leuchtfeuer sein, genau. Sondern eher ein Community-Beitrag und hoffentlich spannender Input für jeden. Jawohl. Gut, das soll es auch gewesen sein für heute. Ich denke mal, wir haben die Idee hoffentlich zumindest umreißen können, so wie wir sie heute im Kopf haben. Ja. Wer weiß, wie sich es entwickelt. So wie Podcasts sind, es darf sich gern weiterentwickeln. Genau. Wenn du sowas suchst, wie wir gerade beschrieben haben, dann bist du hier offensichtlich genau richtig. Jawohl. Also schnell den Abonnieren-Knopf drücken. Und unsere Zusatzbitte ist natürlich, fütter uns mit Fragen oder Feedback aller Art. Wenn ihr Wünsche habt oder Anregungen, gerne her damit. Wir freuen uns auf jedes Feedback. Okay, ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank von meiner Seite. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.